Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir hatten neue Ausrüstung gerade bekommen, nachdem ich das hier ein zweites Mal durchgespielt habe. Also es scheint wohl, man muss eine bestimmte Punktzahl bekommen, um vielleicht Waffen zu bekommen oder neue Gegenstände. Was wir gleich bekommen hatten hier, was ich gerade noch erspielt habe, kann ich gleich euch nochmal zeigen. Wir sind jetzt bei Mission 8, Rache, Casino. 12 ist besser als 6. Zentrale, gute Arbeit. Ihr habt den Angriff auf das Morgan Medical vereitelt und unser Labor im Tyrone Science Center gerettet. Und alles an einem Tag. Der Chief wollte persönlich mit euch beiden reden, wahrscheinlich wegen der Beförderung, wegen der ich ihm schon ewig in den Ohren liege. So, für die nächste Mission ist einfacher, aber wir haben zwei falsche Zivilisten. Das heißt, wir müssen das machen, aber was ich gerade, was ich eh schon immer mache, Zivilisten nicht trauen. Ich hau die einfach immer gerne, wenn die sich nicht ergeben. Und das machen wir einfach weiterhin. 15 Feinde, 4 Zivilisten, 2 falsche Zivilisten. Ausrüstung. Oh, wir haben einen Slot dazu gekriegt. Yippie-yay. Das letzte Set hätte ich gerne. Und dann, was haben wir gerade gekriegt? Was haben wir gerade gekriegt? Nichts? Hä? Ich hab doch gerade was freigespielt. Okay, ich werd alt. Vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt. Taser ist Mist. Pfefferspray war ganz gut. Und Dietrich. Ich hätte mal gucken sollen, was das war, verdammt. Sah aus wie so ein, Magazin halt. Oder das war nochmal das Durchbruchskit, das wir nochmal bekommen haben. Sieht ja so ähnlich aus wie ein Magazin. Schade. Ich habe mich gerade gefreut auf ein neues Magazin, aber naja. Starten wir mal. Oh, Kassetten. Eine Droge. Die Leute zu willenlosen Befehlsempfängern macht. Ein Filmproduzent, der als Ersatzterrorist herhalten sollte. Das wird ja immer abgefahrener. Warum stand davon denn nichts in der Presse? Eine bessere Frage. Wenn davon nichts in der Presse stand, warum erzählst du mir jetzt gerade davon? Weißt du, ich habe in der Sache über 15 Jahre lang meinen Mund gehalten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass endlich jemand die ganze Geschichte zu hören bekommt. Wow. So, 8. September 1998, 12.21 Uhr, Polizeirevier, 21-3, Büro des irgendwas. Des Augenbrauens, nee, des Chiefs. Unsere Ermittler haben endlich eine heiße Spur im Fall Stanisnevsky. Ich denke mal, so eine Stimme kommt hin, oder? Offenbar ist die kolumbianische Mafia verantwortlich für den Angriff auf das Morgan Medical. Zumindest teilweise. Ich habe gerade den ganzen redlichen Papierkram erledigt, damit wir da treffen können, wo es wirklich weh tut. Ah, tut weh. Deren Versteck ist ein herunterkommendes Casino namens 12 ist besser als 6. Komischer Name. Aber die verdienen damit gutes Geld. Also, was weiß ich schon. Egal. Fahrt zum Casino und sucht nach Beweisen für deren Beteiligung am Bombenanschlag auf Primo Studios. Kann der mal aufhören zu reden, mein Hals tut weh. Stellt den ganzen Laden auf Kopf, kapiert? Sicher. Ich. Es geht da etwas, worüber wir dringend sprechen sollen. Etwas Seltsames.
Wir haben keine Minute zu vergeuden, Officer Jones. Ab zum 12. Bevor die alle Beweise weggeschafft haben. Danach können wir reden. Ich hoffe nicht. Scheiße. Das ist alles danach ein wenig zu seltsam. Ich schätze mal, ich werde später ihm reden müssen. Was ist mit der Beförderung? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ey, die ist doch mal positiv. Immerhin stellt uns das Revier ab und zu neuer Ausrüstung zur Verfügung. Von neuer Ausrüstung wird man nicht satt, Rick. So, neue Ausrüstung ist immer gut und es ist, glaube ich, Halloween-Thema immer noch. Obwohl Halloween vorbei ist, aber naja. Können wir, haben wir Polizeiwagen noch irgendeine Möglichkeit? Get down. Böses Polizeiauto, get down. Nein. Oh, Schiebetüren hasse ich. Get down. Get down now. Oh, noch mehr Koks. Get that. Eine coole Eingangshalle. Und am Wartebereich. Just a mirror. Roger that. Perfect spotted. Wo? Nach rechts. Negative. Hands up! Scheiß großer Raum. Mag ich nicht. Da war doch einer. Eine Ratte. Einmal Pfefferspray in die Fresse. Oh. Okay. Boah, keine Punkterzüge dafür bekommen. Aber Scheißhäuser mit ganz vielen Türen. Auch verschlossen auch noch. Lockpick the door, Roger. Ah, das Klo war verschlossen, da ist jemand drin. Get down now. Gut. Secure the target. Copy that. Oh, drüben sind noch mehr Scheißhäuser. Get down now. Scheißhäuser sind scheiße gefährlich. Fall in and stay close. Dann lass die Waffe hier nicht hier bei der Person. Sind das Drogen? Nee. Also irgendein Kackrestaurant. Warum hat das hier einen Eingang und drüben geht's weiter? Ah, es ist ein Casino. Haha. Aber trotzdem, man geht doch nicht durch die Küche. Hätten wir auch über den Parkplatz gehen können? Camera under the door. Affirmative. Suspect spotted. Negative. Aber es ist nur einer. On the ground now. Danke, Kumpel. Er hat eine bessere Waffe als wir hier, der Typ. Oh, der kommt gleich, ne? Hands up. Okay, den haben wir noch erwischt. Kein Koks mehr hier. Komm, folge mir. Wow! Fuck you! Wir haben ja gesagt, Zivilisten, die bewaffnet sind. Oder zwei Fake-Zivilisten. Und der eine hat mich fast erschossen. Dreckiger Scheiß-Zivilist. Wenn ich jetzt nicht Munition verschwenden würde, würde ich einfach nochmal 20 Schuss auf ihn draufballern. Okay, einen Fake-Zivilisten haben wir noch. Geht's denn hier weiter? Das ist ja der normale Weg zum Casino rein, ich glaube nicht, oder? Check behind the door. Aber das sind große Räume. No visible threats. Negative. Große Räume sind scheiße. On the ground now. Ups. Also ich meine, der ist bestimmt nicht unschuldig mit der MP5 in der Hand. Ah, die Maske kennen wir hier. Von Zorn. So, gucken wir mal hier rein. Also ich glaube, das Level muss ich nochmal spielen, falls ich es jetzt schaffen sollte.
Get down now. Meine? Was für ein Casino, ey. Ah, hier liegt Koks. Fall in on me. Aber mit den Parkplätzen wirkt es echt so, als ob man von draußen lang gehen könnte. Ein Klo, das sieht gefährlich aus. Camera, under the door. Roger. Da treffen sich Suspect bestimmt die Gangster. Und machen Liebe. Gangster in love. On the ground now. Oh. Da. Er hat alleine Love gemacht. Das hat mich gerade sowas von erschrocken, dass ich aus Versehen abgedrückt habe. Check behind the door. Copy that. Suspect spotted. Was ist das für ein Casino? Ganz schön wenig Leute. Get down now. Regroup on me. Okay, der ist weggegangen. Get down now. Gut, der ist ja schon mal zu uns gelaufen. So, jetzt stellt sich wieder die Scheißausfrage. Ah, hier muss natürlich wieder verschlossen sein. So, sauber. Nein! Okay. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, alles besser zu machen. Gut. So zum Beispiel. Check nochmal. Diese großen Räume, es ist einfach besser, wenn man weiß. Wenn man weiß, wo gleich hier die Gangster sind. Noch eine Schiebetür. Oh, Pfefferspray von hinten. Siehste. So werden die Leute gleich anzahlen. Okay, Klo 1. Ah, verschlossen. Muss das immer das erste Scheißhaus, immer das Scheißhaus sein, was verschlossen ist? Ah, die Musik ist gut. Geh mit ihnen auf Toilette. Mach keine versorgten Sachen. Hä? Scheiße! Ich wollte eigentlich daneben schießen. Alter, hier ist ja auf dem Klo viel los. Also was ist... Gab's gerade Mittag? Go, Roger. Negative is the lockpick. Roger. Wir sind schon alle Zivilisten in einer Ecke gewesen. Woo! Officer verletzt. Roger. Der ist ein verfickter Zivilist, aber ich habe damit fast gerechnet. Warum ist er schon tot? Gut, 1, 2, 3, 6 Leute auf dem Scheißhaus. Ah, die haben doch bestimmt schmutzige Sachen gemacht. Schmutzige Toilette. So. Camera under the door. Roger. Suspect spotted. Hands up! Anschellen. Secure the target. Okay. Da auch nochmal durchgucken. Check behind the door. Roger. Suspect spotted. Okay. Hands up! Gut. Fall in and stay close. Get down now! Woo! All die Klos sind hier gefährlich. Ich hätte eher Angst vor den. Eigentlich habe ich Angst vor den größeren Räumen, aber irgendwie sind die Klos gefährlich. So. Just the mirror. Roger. Negative. Get down! Braver Junge. Zip him up. Copy that. Hat er eine Waffe gehabt? Nee, ne? Doch, hat er. Puh! Camera under the door. Copy that. Suspect spotted. Negative. Get down now. Get that. Copy that. Hier unten ist auch ein Klo. Get down now. Aber bisher läuft alles gut. Zu gut eigentlich. Ah, hier wird doch auch einer drin sein, oder? Check behind the door. Copy that. Suspect spotted.
Negative. Mission of Klo ist das hier. Mission of Klo. Fall in on me. Mission hieß ja Rache, aber irgendwie... Mission Scheißhaus passt irgendwie besser. Use the mirror. Roger that. All clear. All clear? Negative. Niemand da? Großer Raum? Fall in and stay close. Oh fuck. Suspect spotted. Die Musik ist gut. Passt richtig zum Klogang. Oh, ein Satansraum drüben. Get down now. On the ground now. Alter, ich lerne mal das letzte gute Magazin. Gehen wir mal gleich zum Teufelanbieterraum hier. Also dieses Endoskop Camera ist super. Copy that. No visible threats. Negative. Negative? Ah, da wird doch jemand drin sein, ja. Check behind the door. Roger. Ja. Suspect spotted. Der hat auch eine super Position. Deploy C4. Roger. Heads up! Heads up! Okay, hier kann man nichts machen. Group on me. Stand down. Kommst du? Humpel? All in on me. Auch hier bitte. Ah, letztes Mal hatten wir hier oben das Endoskop. Jetzt ist es hier unten. Ich will immer Endoskop nehmen und muss immer denken, ah nein, da ist das Endoskop nicht mehr. Hier ist das Endoskop. Schrecklich. All clear. All clear? All clear. Gut. Es darf nichts mehr schief gehen. Ah, der ist da ganz hinten, verdammt. Marschier durch. Roger that. Wuhu! Waren ziemlich gut, finde ich. Fall in and stay close. Ich möchte trotzdem nochmal hier. Eigentlich haben wir die Mission ja geschafft, aber. Check behind the door. Negative. Gut, 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 gut. Da war keiner mehr. Ja, Mission complete. Wir haben nichts Unerlaubtes gemacht, oder? Doch, scheiße. Beamte verletzt. Ach, so ein bisschen. Ein bisschen verletzt. Unerlaubte Waffengebrauch. Dann haben wir einen unerlaubten Waffengebrauch gemacht. Eigentlich gar nicht. Aber gut, wir haben Note C bekommen. Lief ganz gut. Thema ein, zwei Mal. Aber das war wirklich Klo-Action. Hey Rick. Schau dir das mal an. Ein Ordner von Hole. Hello. Ja, irgendwas. Einer Chemiefabrik am Rande der Stadt. Heute soll eine große Lieferung auf den Weg gebracht werden. Und schau dir mal an, wer der Käufer ist. Stone & Roberts. Erst Waffen und Sprengstoff? Und jetzt Chemikalien? Was läuft denn da? Keine Ahnung. Aber das kann nichts Gutes bedeuten. Die Bestellung soll schon bald versandt werden. Wir müssen zur Fabrik, bevor das Zeug auf Reise geht. Ja. Dass die beiden noch nicht mal Feierabend machen irgendwie, ne? So, Sensorgranate. Eine Granate, die wir schmeißen müssen und die uns sagt, wo die Leute sind. Schätze ich mal. Haut mich jetzt nicht um. Sensorgranate klingt so nach etwas, was wir einmal benutzen und nie wieder brauchen. So, der Sündenbock.
Ich glaube, da ich vorhin diesen Chief gesprochen habe, mit so einer ganz komischen Stimme, bin ich doch ein bisschen so, mein Hals tut so ein bisschen weh. Ich mache mir mal einen Tee, ein bisschen mit Honig, damit es meiner Stimme gleich wieder viel, viel besser geht. Und ich würde sagen, nächstes Mal geht es dann mit, Kapitel 9 weiter, der Sündenbock. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Wenn euch meine quietsche Stimme nicht gefällt, wenn ich da irgendwen komisch spreche, schreibt es mir in die Kommentare, sonst mache ich weiter so. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!